Dann hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Luckenwalde. Der Hallesche FC gewinnt das Spiel 1:0 vor 5.400 Zuschauern. Und das erste Wort gebührt wie immer unserem Gästetrainer Michael Braun. Bitte. Ja, danke schön. Schönen guten Abend in die Runde. Wackelt ja. Ja, vorneweg Glückwunsch an Halle und an Marc zum von mir aus verdienten Sieg. Bin heute ein bisschen niedergeschlagen, muss ich sagen, weil das war mit Abstand die schlechteste erste Halbzeit oder generell die schlechteste Halbzeit in dieser Saison. Wir hatten bis dahin eigentlich viele gute Leistungen, wenig gute Ergebnisse. Und ja, erste Halbzeit, da fehlt dann ganz, ganz viel von dem, was ich mir von meiner Mannschaft wünsche. Und das ist einfach mutig, Fußball zu spielen. Da waren wir sehr verunsichert und haben uns das Leben selber schwer gemacht. Und dass wir natürlich dann in der ersten Minute es wiederholt denn nicht hinbekommen, ja, einen verlängerten Standard zu verteidigen, weil wir einfach schlafen oder naiv sind oder beides, weiß ich nicht. Und laufen dann natürlich hier in Halle dem 1:0 hinterher, dann im Endeffekt 95 Minuten. Ich habe eigentlich in der ersten Halbzeit dann zwei verunsicherte Mannschaften gesehen. Und wir waren einfach noch einen Ticken schlechter, muss man schon sagen. Und zweite Halbzeit war es dann wesentlich oder ein bisschen besser, muss man dann sagen. Aber auch denn in der Überzahl haben wir auch nicht gute Entscheidungen getroffen. Aber das muss man dann vielleicht auch so hinnehmen, wenn man so eine junge Mannschaft hat und viele dann das erste Mal vor ein paar Zuschauern spielen. Haben wir nicht viele gute Entscheidungen getroffen im Ballbesitz, haben dann aber trotzdem eine glasklare Chance, wo wir einfach aus 5-6 Metern einfach auch mal einen wegmachen müssen. Und das fällt uns im Moment auf die Füße, dass wir an beiden Strafräumen nicht gut genug sind. Muss man schon ehrlicherweise sagen, wir werden ja immer gelobt für unsere Art und Weise. Ich glaube, zwischen den Strafräumen, da hat man dann heute auch nicht viel erkannt. Also heute war es dann eigentlich auch, nicht nur eigentlich, das war keine gute Leistung. Deswegen bin ich sehr enttäuscht heute. Müssen gucken, dass wir jetzt wieder in die Spur finden, was erstmal die Leistung betrifft und dann irgendwann ein Ergebnis auch erzwingen. Von daher müssen wir uns jetzt erstmal schütteln, das so mitnehmen. Wünsche Halle und Marc alles Gute und freue mich aufs Rückspiel. Dankeschön. Vielen Dank, Marc. Kommen wir zu deiner Einschätzung. Danke, Micha, für die Worte. Schönen guten Abend zusammen. Ich bin sehr erleichtert, muss ich wirklich sagen, dass wir, klar, das Spiel hat ein bisschen zwei Phasen dann auch. Wir können nicht besser reinkommen in dieses Spiel. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir zum Ende der englischen Woche unser wahres Gesicht zeigen wollen. Also wir starten sehr gut. Natürlich, wenn du dann mit der ersten Möglichkeit oder in der ersten Minute auch in Führung gehst, dann wünschst du dir natürlich, dass du diesen Knotenlöser dann auch für dich nutzen kannst, dass du weiter Druck machst, den Gegner früh zu stören, weil das war unser Ziel, weil es schon auch zu erkennen war, dass Luckenwalde dann eben auch mit der Überzahl im Spielaufbau, vor allen Dingen dann auch im Mittelfeld durch den Positionswechsel, vielen Gegnern schwer macht. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir häufig zu überrascht waren, dass wir Balleroberung hatten, auch in Tornähe, und dann einfach zu umständlich gespielt haben. Nicht resolut und mit voller Überzeugung auf das zweite Tor zu spielen. Es gab ein paar Chancen, aber selbst bei den Chancen haben wir uns teilweise schon erschrocken. Aber da waren sie auf alle Fälle und es hätten einfach mehr sein müssen, wo wir dann dieses zweite Tor einfach erzwingen, was uns eigentlich mehr Sicherheit geben sollte. Das war nicht der Fall, von daher gebe ich dir natürlich auch recht, dass wir auch unsicher wirken, trotz Führung und vor allen Dingen auch dann in der zweiten Halbzeit die Möglichkeiten hatten, wo wir einfach auch, ich kann es jetzt nicht sagen, die falschen entscheiden, sondern komische Entscheidungen treffen nach Umschaltsituationen. Ja, Akono auf Hartmann, der Pass, da laufen wir allein aufs Tor, um das einfach auch klarer für uns zu gestalten. Da tun wir uns wirklich schwer. Das ist auch ein Thema, was wir nicht erst seit heute haben. Und dann muss ich aber sagen, durch die rote Karte ist es ein völlig anderes Spiel. Und da muss ich Luca Bendel natürlich dafür, dass er das heute erst erfahren hat, dass er spielt, ein großes Lob zollen, weil das war eine Riesenchance. Also das macht er überragend, dass er uns da diesen Sieg festhält. Weil ansonsten haben wir es dann in der Unterzahl sehr, sehr gut verteidigt und mit Mann und Maus dann auch zusammengestanden und uns in alle Bälle geworfen. Und großes Kompliment dafür, mit Ball beziehungsweise in der Phase in Gleichzahl müssen wir es besser lösen. Dankeschön. Marc, vielen Dank. Dann kommen wir direkt zu euren Fragen. Dort vorne liegt das Mikrofon. Wir beginnen mit der Mitteldeutschen Zeitung. Ja, hallo erstmal in die Runde. Herr Zimmermann, Glückwunsch zum Sieg. Sie haben ja gerade schon Luca Bendel angesprochen, völlig zu Recht auch gelobt für diese fantastische Parade. Können Sie schon mehr zu Sven Müller sagen, wieso er gefehlt hat und ob er länger fehlen wird?
Nee, noch gar nicht. Also es ist, wir haben heute telefoniert und es war ein akutes Ding über Nacht. Also ich war auch überrascht dann heute Morgen, als ich das, die SMS gelesen habe. Und er hat sich überhaupt nicht gefühlt, hatte Probleme mit seinem, mit dem Rücken, mit der Halswirbelsäule. Und dann sind wir kein Risiko eingegangen. Also man hat einfach gemerkt, dass er nicht bei 100% ist, dass es ihm nicht gut geht, und hat einen Arzt konsultiert. Aber die sind momentan noch im Austausch. Ich kann nicht mehr sagen, weil ich einfach aufs Spiel geschaut habe dann. Okay, danke. Gibt es weitere Fragen? Ich habe zwei, die rote Karte von Robert Berger. Wie sehen Sie die? Berechtigt? Meine Wahrnehmung war, dass es eine Notbremse hätte sein müssen, aber also wenn er rot gibt, laut Linienrichter war es aber das Foul an sich. Es wäre keine rote Karte, weil ja auch für mein Empfinden Landgraf schon viel tiefer oder viel näher zum eigenen Tor war. Und er sagte mir, dass es das Foul an sich wäre, was rotwürdig wäre. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also er kommt eindeutig zu spät, ja, aber ich glaube nicht, dass er ja, mutwillig den Gegner attackieren wollte oder die Gesundheit aufs Spiel setzen wollte. Das habe ich nicht gesehen. Er kommt einfach zu spät, ist ein klares Foul, aber rot finde ich sehr, sehr hart. Die zweite Frage. Zweite Frage, genau. Sie beklagen zum wiederholten Mal zur rechten Grunde den mangelnden Zug zum Tor vorne im Angriff, im Sturm. Was muss passieren, dass sich das ändert? Wir haben jetzt 7 Spieltage gespielt, das Pokalspiel noch, Landespokal, heute in der ersten Minute das Tor, da denkt man so, jetzt ist der Knoten irgendwie geplatzt und ist er wieder nicht. Ja, wir hatten ja eine ähnliche Situation gegen Eilenburg, wo wir sogar das zweite Tor dann nach 25 Minuten machen oder nach. Aber ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Also ich kann mir es nur erklären, dass die Jungs nicht mit voller Überzeugung dann drinbleiben in den Aktionen, dass sie abschließen, dass man nochmal die Verantwortung dem Nebenmann übergibt und nochmal querspielt, beziehungsweise zu umständlich spielt. Also wir haben dann Balleroberung gehabt, ja, und wenn der Gegner dann versucht dann eben wieder eine Kompaktheit zu erzielen, spielen wir halt genau in das Zentrum rein, anstatt die Jungs dann auf den Halbpositionen auch zu suchen, um entweder da in den 1-1 zu gehen, gegen den Innenverteidiger, oder eben die Bälle auf die Außenposition zu spielen, weil die dann meistens frei waren, und dann mit allem Zug oder mit aller Macht in den 16er reinzukommen. Wir hatten ein paar Möglichkeiten, ja, also auch als Berger den Rückpass spielte auf Kulke oder auf Weber am langen Pfosten, hatten wir schon ein paar Möglichkeiten. Aber da musst du einfach mehr davon bringen, um dann eben dieses zweite Tor dann erzielen zu können. Da fehlt mir schon auch die nötige Überzeugung und auch die Lockerheit. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann euch allen ein schönes Wochenende und euch gute und sichere Heimreise und viel Erfolg für den Rest der Saison. Macht's gut. Danke.